Mein Name ist Jens Hübner, ich bin Zeichner. Ich habe mich auf das Zeichnen unterwegs spezialisiert, auf Reisen. Um unterwegs zeichnen und auch aquarellieren zu können, benutze ich Aquarellfarben, sind dafür prädestiniert, sind schön klein, so ein Kasten. Das sind Schminke-Horadam-Farben, sehr gute Farben, sehr hochwertige Farben, hochpigmentiert. Und ich arbeite ausschließlich damit. Ich halte es für notwendig, wenn man Farben hat, möglichst dabei zu bleiben, um sich damit auszukennen, um sehr souverän mit den Farben arbeiten zu können. Denn draußen unterwegs sind die Eindrücke so immens, dass man durch viele Sachen abgelenkt ist und sich dann auf Vertrautes zurückziehen kann. Und das sind diese Farben für mich. Heute sind wir hier am Unterbacher See. Ich möchte mal zeigen, wie diese Skizzen, wie diese Aquarelle, diese Aquarellskizzen entstehen. Und ja, das zeige ich mal. Interessant sind für mich Motive, die nicht so klischeehaft sind, die nicht so süßlich sind. Und deswegen habe ich mir absichtlich nicht die Segelboote oder die Tretboote vorgenommen, sondern hier gibt es so eine schwimmende Krananlage, die mit der wohl die Boote im Winter aus dem Wasser geholt werden. Und wie ich die darstelle, das demonstriere ich jetzt mal. Ich fange mal an mit einer Bleistiftskizze, um mich später auf den Farbauftrag zu konzentrieren und nicht zu überlegen, wenn ich den Pinsel in der Hand habe, was ich da eigentlich mit der Farbe und dem Pinsel machen will. Deswegen suche ich mir die Orientierung mit dem Bleistift. Ich bevorzuge einen Bleistift, weil er revidierbar ist, weil ich ihn immer wieder wegradieren kann und mit der Farbe später die Zeichnung, die ich gemacht habe, fixieren kann. Und dann denke ich nicht mehr darüber nach, was ich da zeichne, sondern denke nur noch über Farbverläufe nach, denke über Techniken nach oder überlege mir, mit welcher Aquarelltechnik ich die Farbe auftrage, nachdem ich diese Vorzeichnung hier auf das Papier gebracht habe. So. Beim Aquarellieren ist es wichtig, da ich oder man allgemein beim Aquarellieren kein Weiß benutzt, dass man mit den hellsten Farben anfängt. Und so ist es eigentlich auch für mich beim Zeichnen, dass ich mit dem Allgemeinen anfange, mit dem Hintergrund. In der Regel ist der Hintergrund oder sind die Wolken, ist der Himmel, ist das Hellste in so einem Bild. Noch eine Spezialität, die ich persönlich beachte, ist, dass ich niemals bis zum Rand gehe, sondern mich im Mittelteil aufhalte des Papiers und dann die Farben ausfließen lasse, in Linien ausfließen lasse und einen Fokus habe. Das ist hier dieser blaue Kran. Ja, mit einer Rampe, weiß gar nicht, wozu das da ist. Da werden wohl die Schiffe raufgezogen, die hier im Winter aus dem Wasser geholt werden. Hier haben wir einen Kran, womit es rausgehoben wird. Und wie gesagt, ich mache erstmal die Vorzeichnung und dann koloriere ich das. Wenn ich Aquarellskizzen mache, dann mache ich es immer so, dass ich die Bleistiftlinien stehen lasse, dass ich also nicht die Bleistiftlinien nachher wegradiere, die ich als Vorzeichnung habe, sondern stehen lasse im Papier. Das nenne ich auch gern so kolorierte Skizze und gehe hier mit Ultramarin auf den Himmel. Ultramarin ist für mich so das mitteleuropäische Himmelblau im Sommer. Aquarellieren ist immer eine Art von Abkürzen. Ja? Das heißt, ich nehme nicht alle Farben, die ich da sehe, sondern ich habe so visuelle Codes, nenne ich das gerne, also so Standardfarben, mit denen ich ja, Himmel oder Wasser oder ähnliches koloriere, sodass ich da gar nicht groß überlegen muss, was es ist. Es gibt Spezialfälle, zum Beispiel ist das Wasser in der Karibik anders als das jetzt hier am Unterbacher See. Und da würde ich es dann mal ändern, aber in der Regel ist das Wasser immer die Reflexion des Himmels. Das heißt, das Wasser ist nie so himmelblau. Und deswegen habe ich mir hier in diesen Blauton, in dieses Ultramarin, ein bisschen Ocker gemischt, um das Wasser Wasser werden zu lassen. Beim Aquarellieren muss man immer ein paar Trockenphasen beachten. Das heißt, eine Farbschicht muss trocknen, ehe man die nächste auftragen kann. Ansonsten verläuft das alles, läuft das alles ineinander. Und das geht hier sehr schön, weil die Temperaturen relativ warm sind heute und dieser Trocknungsprozess deshalb sehr schnell vonstatten geht. Ich hatte ja schon eben erwähnt, dass ich die Aquarelltechniken beachte.
Was ich hier mit dem Himmel und auch mit dem Wasser gemacht habe, ist, dass ich das Papier vorher feucht gemacht habe, sodass die Farbe in weichen Verläufen hier ineinander verläuft, was sehr reizvoll aussieht. Und was ich hier vorne gemacht habe, so harte Kanten, die die Kräuselung des Wassers schon mal ein bisschen andeuten, das ist das Lasieren. Lasieren ist eine typische Aquarelltechnik. Ich lege transparente Farbtöne übereinander. Aber wenn ich den ersten Farbton aufgetragen habe, sollte das Papier trocknen. Hier ist jetzt der Himmel getrocknet und ich trage die zweite Farbschicht auf. Das heißt, Farbschicht für Farbschicht trage ich hier auf das Papier auf. Das ist ein Skizzenbuch, das ist kein Aquarellkarton. Das geht noch besser mit Aquarellkarton. 300 Gramm bevorzuge ich da, aber hier mit dem Skizzenpapier funktioniert das auch ganz gut. Also auch dort kann man sehr leicht Farbe auftragen, also sehr transparent meine ich damit. Aber man sollte die Flächen nicht einfach ausmalen, sondern sich auch am Strich des Pinsels erfreuen. So, ich habe den Himmel, ich habe den Hintergrund über den Himmel rübergesetzt. Ja? Also sie überlagern sich, dadurch scheint das Blau des Himmels noch ein bisschen durch die Bäume hindurch. Und ich habe den Vordergrund auch schon angelegt, weil die sich nicht ins Gehege kommen, weil die nicht ineinander fließen. Und was ich jetzt mache, nachdem das trocken ist, es ist einigermaßen trocken ist, dass ich mich dem Vordergrund widme. Da hinten sind so ein paar Tretboote angekettet. Das sind sehr interessante, farbige Akzente, die ich aber erst später setze. Dieses Objekt, worum es eigentlich geht, diese schwimmende Rampe, die werde ich mal zuerst kolorieren. Mit Blautönen, so dass hier eben auch ein Vordergrund und Hintergrund entsteht. Im Vordergrund ist es wichtig, dass man dort viele Kontraste setzt, dass man auch viele Details setzt, die es im Hintergrund nicht gibt. Wenn man alles gleich behandelt, das heißt genauso viele Details in den Hintergrund setzt wie in den Vordergrund, dann kommt es dazu, dass es sehr schnell langweilig wirkt, weil es alles gleichwertig ist. Ja? So Akzente zu setzen, Prioritäten zu setzen, das ist so das Interessante beim Malen überhaupt. Das betrifft nicht nur das Aquarell, aber ich habe mich aufs Aquarell spezialisiert, weil ich sehr viel unterwegs bin, sehr viel reise und das so ein Kasten, so ein kleiner Kasten, die Möglichkeit gibt, eben sehr schnell und sehr flexibel, ohne großen Aufwand, ohne extra Rucksack, ohne Staffelei oder so, unterwegs zu sein und seine Eindrücke in solchen Bildern festzuhalten. Ich finde es dabei schön, dass man dabei sehr viel Zeit benötigt und sich diese Zeit nimmt, denn das, was ein großer Luxus heutzutage ist, ist eben Zeit zu haben. Und das genieße ich sehr, mir die zu nehmen und nicht durch die Gegend zu hasten, sondern hier in Ruhe dort zu sein, wo ich wirklich bin und nicht schon in Gedanken im nächsten Event. Ja, so, das deute ich an. Ein paar Blautöne noch, wie gesagt, ich muss ein bisschen warten, weil die Farbe trocknen muss, aber das hier sind Idealbedingungen, weil die Sonne scheint, weil wir heute Temperaturen, ich glaube bis zu 20 Grad oder sogar drüber bekommen werden. Und da kann man schnell Farbschicht für Farbschicht aufeinander tragen. So, also vorne Details, vorne auch intensive Farben. Dieses Blau ist so die Grundfarbe. Daneben ist noch eine Anlage, die ist grau. Grau mische ich mir. Ich habe bei den Aquarellfarben habe ich kein Schwarz. Weiß habe ich schon erwähnt, lässt man frei stehen. Aber ich habe auch kein Schwarz, weil es gibt Elfenbeinschwarz, aber ich benutze es nicht, weil durch Schwarz das Aquarell schnell dreckig wirkt, schmutzig wirkt. Ja? Und Grautöne bzw. auch Schwarztöne mische ich mir. Und da hat jeder Aquarellist so seine Spezialmischung. Und mein Geheimnis ist dort, dass ich Umbra gebrannt nehme, mit einem Blauton mische und das dann zu einem warmen oder kalten Grau mische. Das Schöne ist, dass dann wirkt es nicht dreckig, sondern eben immer in eine Richtung gehend, sprich warm oder kalt. Wenn ich mehr Braun, mehr Umbra gebrannt zugebe,
dann wird das eben ein wärmeres Grau. Wenn ich mehr Blau zugebe, wird es ein kühleres Blau, wie das zum Beispiel für Schatten zum Einsatz kommt. Ja, also Schatten hat zwei Eigenschaften gegenüber dem Licht. Es suggeriert Kühle, oder Schatten ist kühl und Schatten ist dunkel. Und eine dunkle Farbe ist schwarz oder dunkelgrau und eine kühle Farbe ist blau. Also mische ich mir ein Graublau, also ein Grau, was ins Bläuliche geht. Damit habe ich diese Assoziation von Kühle und von Dunkelheit. Und damit kann ich diese Assoziation von Schatten ganz schön zeigen. Okay, hinten haben wir noch einen Träger, womit die Boote rausgehoben werden. Der ist grau. Wichtig ist auch, im Vordergrund Plastizität dadurch zu zeigen, dass ich eindeutige Lichtverhältnisse habe. Hier kommt das Licht zwar von hinten, aber das tausche ich aus. Hier fliegt jetzt eine Ente vorbei. Die werde ich mal gleich mit integrieren. Also das ist immer sehr schön, wenn man hier noch eine nächste Dimension aufmacht, wenn man am See ist, etwas Typisches dazuzunehmen. Zum Beispiel jetzt diese Ente, die jetzt vorbeigeflogen ist, werde ich mal hier einsetzen. Also da habe ich auch so meine Standardformen für Vögel oder auch für andere Tiere. Und die jetzt abzuzeichnen, dazu ist sie viel zu kurz da gewesen. Aber wenn ich weiß, wie eine Ente in etwa aussieht und da helfen eben Skizzen, dann kann ich die hier einfach reinsetzen, obwohl sie schon längst vorbeigeflogen ist. Und das typische an Enten ist, dass sie in der Regel pärchenweise auftragen. Deswegen werde ich da gleich noch eine hinterher fliegen lassen. Und dann wird das immer mehr zu einer Ente und eben nicht zu einer Krähe oder zum Storch, der eher ein Einzelgänger ist oder irgendein Greifvogel. So, jetzt setze ich ein paar Akzente. Das ist bei diesem Kahn dort zum Beispiel, sind die roten und die gelben Streifen an der Traverse oder an der Rampe. Das ist bei Schiffen auch immer, das ist auch ein Klassiker bei Schiffen, Rettungsringe. Es gibt immer orange Rettungsringe, die man hier integrieren kann, die man andeuten kann, die man als Akzent einsetzen kann. Außerdem gibt es hier so ein paar gelbe Ösen, wo der Kahn festgemacht wird. Das kann ich auch mal integrieren. So. Und jetzt werde ich auch hinten diese Tretboote, die da so sehr bunt sind, integrieren. Aber weil sie weiter hinten sind, mache ich sie etwas transparenter. Auch wenn sie mir bei diesem gleißenden Sonnenlicht sehr deutlich erscheinen. Aber es geht darum, dass ich diese uns dreidimensional umgebende Umwelt auf ein zweidimensionales Blatt Papier bringe. Und da muss ich tricksen. Da muss ich mit der Luftperspektive, von der ich schon gesprochen habe, arbeiten. Und dazu sind die Farben, die weiter hinten sind, transparenter, trüber. Und die weiter vorne sind, deckender. Ja, dann schaffe ich hier Atmosphäre und Dreidimensionalität in dem Bild. So ein paar Details noch. Details kann man auch ganz gut, oder mache ich ganz gerne auch mit dem Bleistift, weil der ist sehr präzise, sehr exakt. Und so wird diese Skizze eben zu so einer Kombination aus Bleistift und Farbe. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass ich das toll finde, dass man Bleistift immer wieder korrigieren kann, immer wieder vor und zurück gehen kann, was man mit der Aquarellfarbe nicht macht. Wenn man sich bei einer Aquarellfarbe entschieden hat, dann bleibt es dabei, dann bleibt die stehen. Und schön ist, diese beiden Medien deswegen zu vereinen. Deswegen arbeite ich seltener mit dem Fineliner und koloriere sowas, sondern nehme einen Bleistift, weil ich hier vor und zurück gehen kann. So, ein paar Details. Dieses Geländer zum Beispiel, woran der Rettungsring hängt, den werde ich integrieren. Dieser Kahn hat auch ein Fenster. So. Und wie gesagt, im Vordergrund ist es wichtig, dass man ein paar Details bringt, dass man klarer wird. Und im Hintergrund ist es nicht wichtig, die grobe Form zu zeigen. Also das heißt, hier gibt es so einen Aufbau auf dem Schiff. Das ist wichtig. Und jetzt kommen dann ein paar Leute, die dort eben hinter dem Kahn hantieren. Menschen, es ist auch immer schön, Menschen zu integrieren in das Bild. Der Betrachter sieht gerne Figuren auf dem Bild. Er identifiziert sich damit.
Und das ist der Grund, da kommen die mir sehr gelegen, dass die da hinten irgendwie an Seilen rumziehen, irgendwo ein Segelboot wohl zu Wasser lassen wollen. Und das werde ich gleich hier mit integrieren in diese Aquarellskizze. So, wo stelle ich sie hin? Hier hinten. Ja, ein paar Figuren. Auch dafür gibt es so Standardvorlagen, die ich mir überlegt habe, durch vieles Zeichnen geschaffen habe, sodass ich hier jetzt Figuren einsetzen kann, ohne jetzt nochmal hier anatomische Studien an den Leuten, die ich eh nur halb sehe, machen zu müssen. So, da setze ich einfach diese Figuren ein und komme jetzt auch langsam zum Ende. Also ich sitze seltener länger als 15 Minuten oder 20 Minuten an einer Zeichnung, dann werde ich ungeduldig und so sehen die Zeichnungen dann auch aus. Also sind flüchtige Skizzen und nicht detailliert ausgearbeitete Aquarelle. Das ist mir persönlich wichtig, dieses Flüchtige auch einzufangen und das mit ein paar Strichen, mit drei Strichen, sage ich gern, so darzustellen, was das Wesentliche ist von dieser Szene, die ich darstellen will. Ein bisschen Gesichtsfarbe gebe ich noch, so meine spezielle Hautfarbe, also Hautfarbe, die ich gerne verwende, ist Lasurorange. Das sehr transparent aufgetragen sorgt dafür, dass die Hauttöne nicht käsig aussehen und dass gerade hellhäutige Menschen, also ich bin auch viel in Afrika, wie gesagt, da kann man Brauntöne nehmen, aber hier bei uns hellhäutigen Menschen, die sehen dann oftmals schnell schweinchenrosa aus, wenn man zu rote Farben nimmt. Ja? Hier noch ein T-Shirt, was ich blau geringelt zeichne. Das sehe ich dort zwar nicht, die sind auch schon wieder verschwunden, die Leute, macht doch nichts, aber das hat sowas von Seefahrt. Ja? Und da wir hier am See sind, kann ich das da ganz gut integrieren. Was mir jetzt noch fehlt, ist ein bisschen, das Wasser ist heute kräuselig, weil es ein bisschen Wind weht. Aber was ich hier noch machen kann, ist eben trotzdem eine Spiegelung anzudeuten, sodass ich hier eine Reflexion anzudeuten von den Schiffen, sodass ich hier eben auch nochmal zeige, das ist Wasser, was ich hier darstelle. Und das ist der Abschluss, den ich dann bei den Skizzen mache, dass ich dort noch ein paar Akzente setze. Und eins ist eben hier diese Wasserkräuselung. Hier unten sehe ich gerade, dass da ein bisschen was Braunes an dem einen Kahn ist. Vorne die warmen Farben, die deckenden Farben. Deswegen setze ich hier nochmal Sienna gebrannt ein, um hier nochmal ein bisschen Farbigkeit in den Vordergrund zu bringen und auch dazu Reflexion im Wasser, die unklarer sind als die eigentliche Form, die nicht so sehr genau sind und dadurch dieses Medium Wasser nochmal artikuliert wird. Und ganz zum Schluss werde ich jetzt, ach, die Enten habe ich noch vergessen, die werde ich auch nochmal integrieren hier. Enten, das weiß ich eben auch. Die eine ist braun, die andere hat einen grünen Kopf, das ist so Männchen und Weibchen. Und da sie im Gegenlicht fliegen, kann ich das noch ein bisschen verdunkeln, kann die Silhouette zeigen, das reicht dann. Und das erspart mir auch, jetzt hier groß mit Farbe zu agieren, sondern einfach hier eine Dunkelheit reinzusetzen. Das kommt meiner Intention sehr zugute, hier etwas zu abstrahieren und wie gesagt die Fantasie des Betrachters mit in das Bild aufzunehmen. So. So. Oftmals lasse ich die Köpfe dann auch vor den Körpern schweben und das ist auch die Fantasie des Betrachters, die das dann zusammensetzt in einen Körper, aber trotzdem bleibt diese Leichtigkeit erhalten, die dem Aquarell innewohnt. Vorne kommen jetzt hier noch ein paar Wellenkräuselungen rein. Mache ich mal mit einem Zweierpinsel, hier ist sehr viel Wasser drin in dem Vierer. Also ich habe eigentlich auch nur vier Pinsel, Größe 4. 2, 4, 6 und 10, die ich benutze. Also ich beschränke mich da auch. Ansonsten hat man nur damit zu tun, welcher Pinsel ist der richtige und man kommt gar nicht mehr zum Malen. So, das Letzte, was ich mache, ist, wenn das trocken ist, dass ich dort auch eine Bildunterschrift setze, dass ich irgendwie einen Text ergänze, der gar nicht so jetzt eine Information liefert, der einfach nur eine Dekoration ist, dieser Skizze. Das Einfachste ist, hier das Datum ranzuschreiben. Ja, heute 9. Mai und auch gerne da, wo noch Platz ist, 9. Mai 2016 unter Bach
der See und gearbeitet habe ich mit Schminkefarben. Schminke. So, ja. Also so habe ich das ergänzt. Und ja, das ist jetzt so die Bleistiftskizze. Hier, das ist jetzt die aquarellierte Bleistiftskizze.